einmal Licht aus und dann. Okay, wir sind wieder an einem neuen Ort und hier ist eine Steintafel. Das ist ja praktisch. Aber ich glaube, hier waren wir schon. Da waren wir schon. Das war da hier, diese eine Höhle. Genau, da waren wir schon. Das haben wir alle schon gelesen. Und das ist auch ein Ausgang. Jetzt haben wir jedenfalls das Geheimnis über den wandelnden Fels rausgefunden. Wir müssen noch mitten hier in einer Runde drin. Ist mal krass, dass irgendwie das hier alles zusammenpasst. Wir sind schon ein bisschen weiter oben. Passt das mit der Grafik so? Das sieht hier komisch aus. Okay. Diese Seegrundhöhle haben wir auf jeden Fall jetzt fertig. Und die anderen Sachen von dem Planeten haben wir, glaube ich, auch fertig, würde ich jetzt mal so sagen. Also da wüsste ich jetzt erstmal nichts weiter, was wir da noch machen können. Hier müssen wir jetzt nochmal rüber, hier müssen wir nochmal ran. Weil da ist auf jeden Fall noch was. Da ist auf jeden Fall noch was zu entdecken. Genau, landen wir erstmal hier. Und da können wir auch immer nur hin, wenn die Runde schon fast zu Ende ist. Hier können wir schon mal rein. Das ging, glaube ich, vorher noch nicht. Das ist neu. Das ist auch ein neuer Ort hier. Mit den Bäumen. Da auf jeden Fall ein neuer Ort. Und hier geht auch noch was auf. Vielleicht muss das auch alles auf sein. Das kann auch sein. Aber was ist, wenn wir jetzt hier stehen? Das ist ja auch wieder so ein Bar. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Also immer der Planet, der dort in der Nähe ist, der warbt. Würde ich jetzt mal so davon ausgehen, das sind alles Warp-Pots. Hier müssen wir ausweichen. Das ist also auch ein Warp-Pot hier. Und auch ein Warpstein. Boah, ich hoffe, ich werde es nicht mit hochgerissen. Ah, okay. Bin ich denn jetzt gelandet? Mitten im Nirgendwo. Okay. Warum sind manche von denen hier inaktiv? Und hier fehlt auch noch was. Hier fehlt auch ein Modul. Ist das, vielleicht liegt das hier irgendwo oder muss man das hier mit herbringen? Vielleicht sind das die Sachen, die wir schon gelöst haben, die hier aktiv sind. So ein Zwischenraum hier. Und hier wird viel zu lesen. Heute haben wir die Ausgrabung der Zwillingsasche abgeschlossen. Hier an diesem Ort, den wir freigelegt haben, werden wir unser bisherig anspruchsvollstes Projekt durchführen. Das Projekt Zwillingsasche. Das die Macht hat, Informationen in die Vergangenheit zu senden. Wie weit wir seit unserem Experiment am Hochenergielabor schon gekommen sind, ich kann immer noch nicht glauben, dass Ramis Hypothese richtig war. Wir haben außerdem die Umsiedlung aller unterirdischen Pflanzen, die uns beim Graben begegnet sind, abgeschlossen. Wir müssen darauf achten, wie erheblich wir die Umwelt hier verändern. Hook hat uns gerade den Warpkern für den letzten Turm von der Schwarzlochschmiede geschickt. Nun kann die Zwillingsasche mit dem Untiefen der Riesen verbunden werden, wo Kasava mit Avens daran arbeitet, die Sonden-Orbitalkanone herzustellen und wo Folix die Gedächtnisstatuen modelliert. Es war kein Zufall, dass der Kern unseres Warptums der letzte war, der geschmiedet wurde.
Die Kerne hätten schneller geschmiedet werden können, wenn Cassava meine Arbeit weniger häufig unterbrochen hätte und nach Neuigkeiten gefragt hätte. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt alle über die Zwillingsasche verbunden sind und auch, dass ich nicht mehr benötigt werde, um zwischen euren Meinungsverschiedenheiten zu vermitteln. Unsere Freunde bei den Untiefen der Riesen haben heute die Sondenorbitalkanone getestet. Malo teilte mir mit, dass ich die Kanone gut machte und dass Avens für mehr Schussleistung plädiert. Wenn jemand die Maximalleistung aus Geräten herauskitzeln kann, dann Avens. Aber wenn jemand ein Gerät explodieren lassen kann, dann wahrscheinlich auch Avens. Vielleicht sollte ich bei der Besatzung der Sondenorbitalkanone aus Sicherheitsgründen mal vorbeischauen. Würde es helfen, Avens daran zu erinnern, dass Malo, seine Geliebte, eine der Mai, in der Nähe der Kanone sein wird? Oder ist Malo selbst Teil des Problems? Phlox und Dutz haben die Gedächtnisstatuen heute fertiggestellt. Sie sind wahrlich beeindruckend. Sollte das Projekt Zwillingsasche erfolgreich sein oder für den Fall eines Fehlschlags aktivieren sich die Gedächtnisstatuen, ermöglichen es uns, mehr Daten zu erfassen, bevor wir das Projekt stilllegen. Pie und Edea haben fleißig an der Sonnenstation gearbeitet und jetzt ist sie endlich fertig. Wenn alles wie geplant abläuft, wird dieser Aufbau die Explosion der Sonne auslösen, die wiederum die Energie liefert, die das Projekt Zwillingsasche benötigt. Ich bin beeindruckt von ihrer mentalen Standhaftigkeit. Dies war in mehr als nur einer Hinsicht die schwierigste Aufgabe des Projekts. Wir sind fast bereit, das Projekt Zwillingsasche zu aktivieren. Folgendes wird geschehen. Zuerst wird die Sonnenstation den Befehl erhalten, auf die Sonne zu schießen und sie explodieren zu lassen. Mit der Energie der resultierenden Supernova wird das Projekt Zwillingsasche der Sondenorbitalkanone 22 Minuten zurück in der Vergangenheit den Befehl zum Feuern senden. Genau 22 Minuten nachdem diese Befehle empfangen wurden, wird die Sonnenstation erneut die Supernova auslösen, um die Sondendaten von diesem Kanonenabschuss zurück in die Vergangenheit zu senden. Insgesamt wird dieser Zyklus, der vom Projekt Zwillingsasche erstellt wird, genau 22 Minuten andauern. Wir können diesen Zyklus nach Belieben beenden. Diese Zeilen sind noch nicht fertig geschrieben. Die Sonnenstation funktioniert nicht. Jedoch waren wir näher dran als jemals zuvor. Das Projekt Zwillingsasche ist theoretisch fehlerfrei. Wir konnten es nur nicht mit genug Energie versorgen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Nehmen wir an, wir gestalten die Sonnenstation neu, um Energie in dieser Größenordnung zu erzeugen, ist eine Supernova immer noch unsere einzige realisierbare Option. Dies ist vielleicht leichter gesagt als umgesetzt. Ich glaube noch immer, dass wir einen Weg finden können, eine Supernova zu erschaffen. Meine Freundin gibt mir die Hoffnung. Wen das lieber ist, kannst du auch warten, bis die Sonne auf ihrer natürlichen Zeitlinie explodiert. Idee, aber dann musst du einen Weg finden, unseren Alterungsprozess zu stoppen. Vorerst unterbrechen wir unsere Forschung, eine Supernova zu erschaffen. Ein neuer Komet ist in diesem Sonnensystem angekommen und wir sind bestrebt, ihn zu erforschen. Es ist schon sehr lange her, seit wir das letzte Mal etwas Neues entdeckt haben. Daher freuen wir uns, diesen Komet willkommen zu heißen. Man stellt sich nur vor, welches Wissen dort gewonnen werden kann. Okay, also das nächste Interessante ist dieser Komet. Oh, hier sind die ganzen Projektionssteine, da ist noch mehr zu lesen. Und hier hinten ist dann Finish, so, da ist dann Ende. Ich werde bestimmt hier das gar nicht alles schaffen in der Zeit. Hab Dank für die letzte Lieferung, Ueno. Damit sollten wir alle Materialien haben, die wir für das Projekt Zwillingsasche benötigen. Die Schutzhülle ist endlich fertiggestellt. Rami meinte, sie könne jetzt alle Zugänge versiegeln, die wir für den Bau genutzt
die für den Bau genutzt wird. Und anschließend will sie die Barriere von außen inspizieren. Das sind aufregende Nachrichten. Kann ich mit einem zusätzlichen Satz Augen bei der Überprüfung helfen? Sobald meine Arbeit hier verendet ist, würde ich unheimlich gern helfen. Wir wären dir dankbar, wenn du das tun würdest. Je mehr Augen nachsehen, desto eher finden wir auch die kleinsten Undichtigkeiten in der Schutzhülle des Kerns, die eine Katastrophe verursachen könnten. Okay, den legen wir erstmal wieder weg, den Stein. Wie ist es denn mit dem hier? Lass den mal fallen. Nimm den mal. Da muss ja ein neuer Text kommen. Da kommt auch ein neuer Text. Okay, also hier ist auch nochmal viel zu lesen. Ich habe die Masken innerhalb des Projekts Zwillingsasche angebracht. Phlox, sie sehen wundervoll aus, obwohl ich das Gefühl habe, beobachtet zu werden. Es ist beunruhigend zu wissen, dass sich die Statuen nicht verknüpfen werden, solange das Projekt nicht erfolgreich abgeschlossen ist. Andernfalls wären die Erlebnisse kaum auszuhalten. Idealerweise werden sie nur aktiviert werden, wenn das Projekt Erfolg hat. Zur Sicherheit werden die Statuen aber auch im Falle einer Fehlfunktion aktiviert. Werden sie das warum? Sollte irgendwas schiefgehen beim Projekt Zwillingsasche, sorgen die Statuen und die Masken dafür, dass wir es erkennen und versetzen uns so in die Lage, die Probleme zu beheben. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass wir Probleme gar nicht bemerken. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Das wäre tatsächlich ein schreckliches Schicksal. Ja, und das sind genau die 22 Minuten, die das Spiel hat. Komischerweise überleben wir in diesem Kern. Sind wir doch jetzt schon über der Zeit. Clary, ich bringe gute Neuigkeiten, Jaro. Der fortschrittliche neue Warp kann endlich im Herzen von Projekt Zwillingsasche installiert werden. Ich bin bereits ganz aufgeregt, Liebling. Jeder auf Zwillingsasche ist schon voller Vorfreude darauf. Ist alles in Ordnung mit der Schmiede? Keine Sorge, Liebling. Poke ist nur aufgeregt. Der Kern ist außergewöhnlich und ihre Entwicklungsarbeit ist wundervoll clever. Die Stabilität des Kerns könnte noch weiter optimiert werden. Ich brauche mehr Zeit. Okay, das dazu. Aber das ist mit diesem bröckligen Krater. Das ist dieser Planet. Sonnennachführungsmodul. Und was das hier für Infos hat. Ich bringe aufregende Neuigkeiten. Das Projekt Zwillingsasche ist bald in der Lage, die Sondendaten von der Sondenorbitalkanone zu empfangen. Rami führt noch ein paar letzte Handgriffe aus, aber sie sollte schon bald fertig sein. Seid ihr und die Sondenorbitalkanone auch schon bereit? Sind wir. Das Sondennachführungsmodul ist bereits in der Lage, die Flugbahn jedes Starts nachzufolgen und wird automatisch alle relevanten Daten an euch übertragen. Mit Blick auf das gesamte Projekt macht mir momentan die strukturelle Integrität der Kanone und die moralische Integrität der Besatzung mehr Sorgen. Sobald die Sonde die Position des Auges des Universums ermittelt hat, werde ich dir und Rami eine Nachricht senden. Das Auge des Universums, das kennen wir, wissen wir auch noch nicht, was das komplett zu bedeuten hat. Ich laufe nochmal zurück. Hier drin habe ich ja Zeit und bin sicher. Ich mach mal diesen Stein da rein, mal gucken, was passiert. Oh. Hier sind noch mehr Tafeln. Aber hier kann ich mich nicht drin bewegen. Hier habe ich immer nur diesen speziellen... Nee. Wenn ich da eine andere... Wenn ich was anderes da rein tue, was passiert dann? Nee, hier will ich nicht lang. Ich gehe mal hier vorne wieder lang. Passiert dann was anderes, wenn ich da was anderes rein tue? Das mal wieder hier rein. Ich nehme mal das mit. Mal gucken, was dann passiert. Oder kommt dann mal dasselbe, egal was ich hier reinlege. Ich könnte ja theoretisch, wenn da immer wieder dasselbe passiert. Ne, da passiert was anderes. Da passiert tatsächlich was anderes.
Aber hier war es schon, oder? Ich glaube schon. Das sind diese ganzen Spezialorte hier. Hier war es schon. Oder? War es hier wirklich schon? Krass, wie das Schiff hier immer angezeigt wird und einfach so hin und her fliegt im Universum. Sondennachführungsmodul. Holzkamin. Na, dann nehmen wir mal Holzkamin. Mal gucken, was da passiert. Wenn ich den Stein reinlege. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den anderen auch mal probieren soll. Ah ja, hier ist mal dieser Special Platz bei Holzkamin. Also es hat schon irgendwas mit den speziellen Plätzen zu tun. Okay, ja, aber gut, da können wir jetzt auch nichts weitermachen, ne? Also da geht ja noch nichts. Ist ja nichts zu... Was ist das? Ah, es läuft die Zeit wieder ab. Also jetzt wird es auf jeden Fall absolut eng. Künstliche Schwerkraftkanone. Vielleicht kann ich hier irgendwas noch retten. Oh nein! Vielleicht kann ich hier nochmal was tun. Ja, hier ist ja gleich Ende im Gelände. Aber wir haben einiges rausgefunden. Auch wenn das mich jetzt nicht beschützen konnte und die Sonne hier bereits alles verbrennt. Kann ich hier noch irgendwo rein? So zum Ende. Das war's. Oder? Haben wir noch eine Runde? Oder nicht? Ich hätte nicht gedacht, dass diese Zeit dort auch abläuft. Da hätte ich nicht gedacht. Das kam mir so lange vor. Okay, das war's. Ist das der Planet, der explodiert? Tatsache, das ist der explodiert. Da, wo ich gerade draufstehe. Schon sagen, wir fahren eine erfolgreiche Runde. Auf jeden Fall wieder einiges rausgefunden. Es müsste jetzt noch einige fehlende Puzzlestücke vervollständigen hier. Also jetzt war mal in dem Kern, würde ich jetzt mal so sagen. Es war auch, kam mir auch ein bisschen Zufall vor, dass wir das jetzt gefunden haben. Das war ja gar nicht, eigentlich gar nicht so das Ziel. Einfach aus Versehen wo reingestolpert und dann sind wir in dem Kern von dem ganzen Ding. Und das scheint ja irgendwie der Schlüssel von dem Ganzen zu sein. Jetzt wird hier einiges passieren, das ist, da bin ich mir sicher. Na gut, so viel auch nicht. Da gibt es noch mehr zu entdecken. Projekt Zwillingsasche, also da habe ich hier einiges. Ne? Projekt Zwillingsasche und was die Türme. Die Türme haben wir, sind ja diese Warp-Teile, ne, wo ich die anderen Planeten bereisen kann von denen. Projekt Zwillingsasche, das ist das, wo wir nach 22 Minuten immer wieder zum Anfang kommen. Die Höhle habe ich komplett, ja, die habe ich komplett durch mit diesen Typen da. Okay, Quantenortungssystem. Quantenmond. Okay, vielleicht kommt man da auch auf den Mond auch. Okay, aber wir haben ja schon mal einiges nochmal. Das ist ja jetzt ein vollständiges Bild schon mal. Das ist ja schon mal gut.
So, die hängende Stadt haben wir noch nicht. Und hier ist irgendwas, schwebt irgendwas noch in der Luft. Okay, also eins von den Nachführungsmodulen ist im Wasser. Also ist das wahrscheinlich bei diesen Riesenplaneten da. Ja, wird wahrscheinlich so sein. Ja. Dann fliegen wir nochmal los mit Raumanzug. Aber das machen wir dann jetzt in der nächsten Folge. Das war genug, glaube ich, für das. Also geht's dann gleich weiter.